Modell hat komplett neuen Sohlenaufbau. Das heißt, die Sohlenkonstruktion wurde übernommen vom S-Fire-Schuh. Das heißt, du hast ja hier auch die Sohle, wo dann das Außenmaterial direkt rumgeht und dann mit dem Rahmen befestigt wird. Das heißt, die Brandsohle, die normalerweise drin ist, die ist weggelassen. Dadurch hast du eine geringere Standhöhe und einen besseren Druck auf Metall und eine bessere Kraftübertragung. Gleiches Prinzip ist hier. Das heißt, die Sohle wird genommen, Außenmaterial rumgezogen und mit dem Kunststoffrahmen abgedeckt. Eine klassische Nylon-Carbon-Sohle, so wie man es eigentlich aus der 5er-Serie kennt. Ein komplett nahtfreies Obermaterial, Einbohrsystem, ein L6. Hier ist dann ein IP1 drauf, bei dem haben sie auch den L6 mit zwei Bohrs. Hier ist es dann ein Bohr und ein Klettverschluss, aber halt Surround Upper, das heißt, so wie beim S-Fire-Schuh, keine Zunge mehr. Das Außenmaterial geht dann direkt innen rein, die andere Seite zieht dann über das Bohrsystem drüber. Dadurch hast du halt eine bessere Passform und auch bessere Kraftübertragung und einen besseren Sitz. Innenmaterial ist vom RP9 übernommen, dieses weiche Kunstledermaterial. Und auch hier dann zum Gelpolster drin, was dann ums Fersenbein richtig schön rumgreift. Und dann hast du halt einen geilen Sitz und eine geile Kraftübertragung. Farbe, einmal blau, Shimano blau. Dann den matt weiß und den matt schwarzen.